Hi, ich bin Michi, das ist Freddy, wir sind von Störlement. Die Europawahl gerade 3 Wochen her, immer noch keine Regierung, immer noch kein Kommissionspräsident steht fest. Wir gucken jetzt mal, was die Ergebnisse für Auswirkungen haben und warum eigentlich alle die ganze Zeit über diesen Kommissionspräsidenten reden. Ja, das erste Mal konnten die Fraktionen Spitzenkandidaten aufstellen, die für das Amt des Kommissionspräsidenten zur Wahl stehen sollten. Diejenige Fraktion, die die meisten Stimmen hat, sollte den Kommissionspräsidenten stellen. Die stärkste Fraktion war die EVP, die Europäische Volkspartei. Deren Spitzenkandidat war oder ist Jean-Claude Juncker. Das heißt, er müsste eigentlich Kommissionspräsident werden. Sogar sein Kontrahent Martin Schulz von den Sozialdemokraten unterstützt ihn. Eigentlich alles klar, oder? Also was braucht der Kommissionspräsident, um gewählt zu werden? Es braucht eine doppelte Mehrheit. Was heißt das? Im Europäischen Rat braucht es eine qualifizierte Mehrheit. Das sind 2/3. Es ist aber so, dass durch diese qualifizierte Mehrheit kein Land zum Beispiel ein Veto einlegen kann. Hat der Rat also einen gefunden, geht's ins Parlament. Das Parlament muss dann mit der absoluten Mehrheit, also über 50% der Stimmen der Parlamentarier, diesem Kandidaten zustimmen und dann ist er auch Kommissionspräsident. Also wo ist dann das Problem? Na, das Problem ist momentan einfach, dass der Europäische Rat, sagen wir mal, zerstritten ist. Vor allem ist da David Cameron zu nennen. Er fürchtet halt eine weitere Föderalisierung im Sinne von Vereinigten Staaten Europas, eine Entwicklung dahin. Er will lieber, dass die Staaten souverän bleiben und miteinander zusammenarbeiten. Und er findet dort auch Unterstützung bei anderen Regierungen in Europa. Er nutzt auch ein bisschen so sein Waffenarsenal und sagt, 2017 haben wir ein Referendum, ob Großbritannien in der EU bleiben sollte. Und wenn Juncker es wird, kann er wirklich nicht mehr garantieren, dass die Briten dazu stimmen. Und das ist natürlich ein sehr starkes Mittel, weil Großbritannien eine treibende Macht in Europa auch ist. Durch diese Wahl ist die Europäische Union demokratischer geworden. Als erstes haben wir das Parlament gewählt. Und das Parlament hat dann aus der stärksten Fraktion heraus den EU-Kommissionspräsidenten gewählt. Genauso wie wir das in Deutschland auch mit dem Parlament und dem Bundeskanzler und der Regierung machen. Dadurch entsteht natürlich eine Wechselwirkung und das Parlament kann besser die Regierung kontrollieren, was vorher noch nicht gegeben war. Dann haben wir noch den Europäischen Rat, der dann wie in Deutschland der Rat die Vertretung der Länder wäre. Das ähnelt schon eher einem Konstrukt eines föderalen Staates und viele Länder wollen das nicht haben. Die wollen lieber eine Zusammenarbeit souveräner Staaten. Stichwort Souveränität. Die Europawahl hat gezeigt, dass es in einigen Ländern Bewegungen oder Parteien gibt, die eben nicht für mehr Europa stehen. Die sogenannten Eurokritiker oder auch rechtspopulistischen Parteien, wie es oft in den Medien heißt. Wir haben in Frankreich den Front National, der mit 25% die stärkste Kraft wurde. Wir haben in Großbritannien die UKIP, die ebenfalls eine rechtspopulistische Partei ist, die die stärkste Fraktion war. Auch Deutschland hat eine eurokritische Partei, die im Europaparlament mit 7 Sitzen vertreten ist, nämlich die Alternative für Deutschland. Die Europawahl hat also auch gezeigt, dass eurokritische Stimmen jetzt stärker im Parlament vertreten sein werden. Dann müssen wir halt damit leben, oder? Ja, aber jetzt haben eben die proeuropäischen Parteien die Chance, für ein starkes Europa aufzutreten und die Leute zu überzeugen, und das ist auch unsere Meinung, dass mehr Europa besser für uns alle ist. Man kann einfach nur sagen, uns wurde ein neues System versprochen mit Spitzenkandidaten, etwas, das wir greifen können. Jetzt auf einmal drücken sich wieder einige Regierungschefs. Der eine sagt das, der andere sagt das. Es ist wieder alles unklar. Die Mauscheln hinter geschlossenen Türen. Es wirkt einfach alles unglaublich intransparent wieder. Und das kennen wir doch irgendwo her. TTIP. Genau, TTIP. Das besprechen wir übrigens nächste Woche, unter anderem, was es mit Fracking in Deutschland zu tun hat. Wie denkt ihr, ist die Europawahl ausgegangen? Was denkt ihr, wie sollten sich die Regierungschefs verhalten? Postet eure Meinung, diskutiert mit uns auf Facebook, auf YouTube. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche.